Ja, St. Barthélemy, vor uns haben wir jetzt auch schon besser erkennen. Barthélemy wurde das erste Mal schon 1134 urkundlich erwähnt, war es eine kleine Holzkapelle. Ihr jetziges Ausschauen hat sie dann Ende des 17. Jahrhunderts erhalten, von den Fürstgröbsten von Berchtesgaden. 1810, als von Berchtesgaden endgültig zu Bayern kam, waren er hier die bayerischen Könige, aus dem Hause Wittelsbach. Zum Schluss war hier der Prinzregent Ludwig von Bayern. Und seit Jahrzehnten ist es nun ein Tagesausflugsziel mit Gaststättenbetrieb. Links neben der Kapelle das kleine Holzhaus, das ist der Fischermeister. Er ist der Einzige, der hier am See fischen darf. Er hat seit Jahrzehnten das Fischeck hier am Königssee gepachtet.
Sie können bei ihm einkehren, da gibt es immer frisch gerollte Seeforellen, Saiblinge oder Renten, je nach Fanger. Und kann man auch die älteste Räucherei Deutschlands anschauen, und ist mittlerweile schon über 500 Jahre. Ja, dann kommt die Wallfahrtskapelle selbst. Endlich nach 2 Jahren wieder geöffnet, kann man wieder reingehen und sich die Kirche anschauen. Rechts angebaut das Wichtigere, das ist das ehemalige Jagdschloss, die heutige Gaststätte. Dann kommt auch ein landwirtschaftliches Gebäude, am Waldrand ist dann noch ein altes Forsthaus. Ja, wer jetzt ein bisschen wandern möchte, es gibt hier einen schönen Rundwanderweg, der führt hier am Seehof entlang bis in die Bucht hinein und dann halbkreisförmig wieder zurück zur Kirche. Geht seit so halbe bis dreiviertel Stunde ein ganz gemütlicher Fußweg. Wenn das zu weit ist, man kann auch sie aufwärts wandern, geht man so ca. 20 Minuten, kommt man zum Eisbach, das ist ein großes Kiesbett, muss man aber den gleichen Weg wieder zurückkommen. Und wenn das auch noch zu weit ist, der schönste und kürzeste bei diesem Wetter ist heute immer noch der von der Anlegestelle in die Wirtschaft, 1 Minute 26. Ja, und jetzt mit diesem Blick auf Bartholomäus ist ja mit meiner Erklärung zu Ende. Für diejenigen, die jetzt hier aussteigen, bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Musikverständnis. Ich wünsche jetzt allen noch einen wunderschönen Aufenthalt hier auf St. Bartholomäus am Königssee, einen schönen Urlaub, noch schönen Ausflug. Und was aber ganz wichtig ist, kommen Sie alle wieder gesund nach Hause. Dankeschön und der Kopfmann. Oh, my God.